Du träumst von finanzieller Unabhängigkeit? Geld. Du willst dein eigener Chef sein? Freiheit. Du willst endlich auch zu den Gewinnern gehören? Glück. Es ist wirklich ganz einfach. Du musst nur wissen, wonach du suchst. Dann steht dir die ganze Welt offen. Und dich interessiert jetzt bestimmt, wie das geht, oder? Es ist eigentlich ganz einfach. Das Ganze nennt sich Network Marketing und funktioniert so. Also, ein Unternehmen verkauft ein Produkt. Das kriegst du aber nicht in jedem Laden, sondern durch persönliche Empfehlung. Wenn du zufrieden damit bist, kannst du selbstständiger Partner der Firma werden und selbst anfangen, das Produkt zu verkaufen. Klingt erstmal mega, oder? Ein Produkt, das dir gut gefällt, einfach weiterempfehlen und damit auch noch Geld verdienen. Dass es nicht ganz so einfach ist, weiß Elisabeth Grün. Sie hat letztes Jahr als Vertrieblerin für PM International gearbeitet. Ich war auf der Suche nach einem Nebenjob, also einem Online-Job, den ich ortsunabhängig machen kann. Und ein Arbeitskollege hat das mitbekommen und der hat dann gesagt, hey, meine Freundin, die macht da sowas und wenn du willst, kann ich dir in Kontakt herstellen und dann stellst du dir das mal vor. Die Umsetzung hat sich dann halt im Laufe der Zeit so für mich persönlich als moralisch fragwürdig rausgestellt und deswegen bin ich auch nicht sehr lang dabei geblieben. PM International ist eines der führenden Unternehmen im Network Marketing. Elisabeth verkauft die dazugehörigen Vitaminpräparate von Fitline. Bevor sie aber richtig loslegen kann, muss sie erstmal selbst Produkte kaufen. Zumindest laut Aussage ihrer Anwerberin. Um da mitzumachen, um ihr Teampartner zu werden, musste ich dann Produkte kaufen, das Optimalset, so hat sich das genannt. Sie hat dann die Erstbestellung für mich am Telefon gemacht, hat dann auch in die AGBs und Vertriebspartnerregeln eingewilligt, ohne sie mir vorgelesen zu haben. Fand ich ein bisschen fragwürdig, weil erstmal, ich habe den Vertrag ja nicht mit ihr abgeschlossen, sondern mit der Firma PM. Und dass sie das dann mir so vorgeschrieben hat quasi. Aber das haben sie alle gemacht. Für das sogenannte Optimalset bezahlt Elisabeth ungefähr 100 Euro. Doch ihre Anwerberin erzählt ihr offenbar nicht die ganze Wahrheit. Denn auf schriftliche Nachfrage bekräftigt PM International, dass es keine Verpflichtung zum Kauf von Produkten gebe. Es ist nicht das einzige fragwürdige Verhalten der PM-Vertriebler, das Elisabeth auffällt. Intern haben sie schon sehr viel geredet, bei welchen Krankheiten die Produkte unterstützend gewirkt haben, wo sie das Immunsystem oder die Abwehrkräfte halt gestärkt haben, dass dann Medikamente abgesetzt werden können zum Beispiel. Aber sie sagen dann immer dazu, das dürfen wir in der Öffentlichkeit so nicht sagen. Es dürfen keine therapeutischen oder heilenden Wirkungen zugesprochen werden. Das steht auch in diesen Vertriebspartnerregeln. Gesundheitsbezogene Aussagen bei Nahrungsergänzungsmitteln sind nämlich verboten, was auch PM International bestätigt. Unsere Partnerinnen und Partner kennen unsere klaren Regeln auch und gerade in Bezug auf die Vermarktung der Produkte. Wenn Partner weiterhin unzulässig agieren, leiten wir unmittelbar entsprechende Schritte ein und beenden gegebenenfalls auch die Zusammenarbeit. Wie Elisabeth als Network-Marketerin möglichst viel Geld verdienen kann, bekommt sie in Online-Meetings erklärt. Das Ganze läuft dann nämlich folgendermaßen. Als Network-Marketer bekommst du eine Provision, wenn jemand auf deine Empfehlung hin das Produkt kauft. Du kannst deine Kunden aber auch als Teampartner anwerben. Wenn die etwas verkaufen, bekommst du nochmal Geld obendrauf. Das nennt man dann passives Einkommen. Je mehr Teammitglieder du hast, desto mehr Geld gibt's also. Ich hatte den Eindruck, dass es eher darum geht, das Netzwerk zu vergrößern, immer mehr Vertriebspartner anzuwerben, als eigentlich um diese Produkte selber. Und da hat der eine dann auch gesagt, jetzt stell dir vor, du arbeitest die nächsten 5 Jahre sehr hart, steckst sehr viel Zeit da rein, gewinnst viele Leute, hast aber dann dein Netzwerk und dann kannst du dich in 5 Jahren zurücklehnen und hast ein großes passives Einkommen. Das offensive Werben um neue Teammitglieder ist ein wichtiger Aspekt im Network-Marketing. Aber genau hier verläuft die rechtliche Grenze zu einem illegalen Pyramidensystem.
Und das beobachtet auch der Verbraucherschutz, wie Carolina Voithal vom Europäischen Verbraucherzentrum. Illegal wird ein solches System immer dann, wenn das Produkt, um das es geht, eben nicht mehr dazu genutzt werden kann, um damit Einkünfte für die Vertriebsmitarbeiter zu generieren, sondern wenn die Anwerbung neuer Vertriebsmitarbeiter und neuer Mitglieder dieses Vertriebssystems im absoluten Vordergrund steht. Wir beobachten das Phänomen des Multilevel-Marketing in letzter Zeit sehr eng. Wir haben immer mehr Verbraucher, die sich mit Beschwerden und auch Anfragen an uns wenden. Multilevel bzw. Network-Marketing lohnt sich, auch für PM International. Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Luxemburg bewirbt seine Erfolgsgeschichte offensiv mit großen Events und Social-Media-Videos. Der Jahresumsatz lag nach eigenen Angaben im Jahr 2020 bei rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Der wird auch mit Hilfe von Vertrieblern erreicht, die in sozialen Medien fürs Network-Marketing werben. Social Media eröffnet natürlich auch für diese Unternehmen ganz neue Möglichkeiten. Dort, wo sie vielleicht zuvor Interessenten zu physischen Informationsveranstaltungen einladen mussten, öffnet sich natürlich über diese Plattformen jetzt die Möglichkeit, auch Menschen anzusprechen, mit denen sie zuvor vielleicht nie in Kontakt gekommen wären. Zu den PM International-Vertrieblern gehören auch erfolgreiche Sportler, wie der ehemalige Fußballprofi Markus Babbel. Der frühere Nationalspieler nutzt die Social-Media-Plattformen, um mit seiner Familie zusammen das Erfolgsteam Babbel aufzubauen. Die Produkte haben mich so überzeugt, dass ich mir eben jetzt vorstellen kann, da voll einzusteigen, ein Team zu bilden und Spaß zu haben mit all denjenigen, die gleichgesinnt sind. Die Macht der sozialen Medien ist ein wichtiger Motor, um die Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Eine Entwicklung, die auch Network-Marketing-Expertin Claudia Groß von der Uni Nijmegen beobachtet. Social Media sind ideal für den modernen Direktvertrieb und Network-Marketing, weil es geht beim Verkaufen oft ums Vertrauen. Und Influencer sind Personen, denen Menschen vertrauen. Einfach weil die ja viele Followers haben, weil die irgendwas erreicht haben im Leben. Die sind reich, schlank, schön. Damit verbindet man, dass die, ja, die haben es geschafft. Ja, die machen es irgendwie richtig. Und in dieser Vorbildfunktion sind sie ideal, um zu werben für Network-Marketing-Unternehmen. Dieses Vertrauen kann ausgenutzt werden. Denn Influencer können allerhand Unüberprüfbares über die Produkte und die eigene Erfolgsstory erzählen. In Verkaufsgesprächen wird das Blaue vom Himmel versprochen und leider wird zu wenig gehaftet für das, was versprochen wird. Das liegt an der rechtlichen Konstruktion der Unternehmen. Dadurch, dass die Mitglieder selbstständig sind, haben die Unternehmenszentralen immer die Möglichkeit zu sagen, was? Da hat sich jemand nicht an unsere Verhaltensregeln gehalten. Aber gleichzeitig wird auf den Seminaren und den Meetings, Webinars, online, offline stimuliert, dass man alle möglichen Versprechen gibt, die gar nicht haltbar sind. Ja? Das heißt, was auf dem Papier steht, klingt ganz gut und ist rechtlich einwandfrei. Was aber tatsächlich geschieht, ist was ganz anderes. Bei PM International setzt auch der Gründer selbst auf den großen Auftritt und die Macht von Social Media. Rolf Sorg hat mehr als 30.000 Follower auf Instagram und über 1,5 Millionen Abonnenten auf Facebook. Dort übermittelt er eine klare Botschaft. Das Geschäftsmodell Network Marketing ethisch, richtig, geradlinig leben und auf die nächste Generation übertragen. Ob die Teampartner von PM International wirklich alle so ethisch, geradlinig arbeiten? Wir möchten rausfinden, was Neueinsteigern alles versprochen wird. Also posten wir mit Fake-Profil unser Interesse einzusteigen. Und dann explodiert unser Postfach. Ich selbst nehme die Produkte, bin sehr zufrieden. Schönheit, Gesundheit und Sport. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Es wird mega. Wer träumt nicht davon, zu arbeiten, wann, wo und mit wem man will? Ich suche 5 Menschen, die mit mir den Markt der Zukunft rocken wollen. In einer Online-Präsentation stellen PM-Vertriebspartner uns das Businessmodell vor. Die Gastgeberin ist auf jeden Fall begeistert von ihrer Arbeit. Ich liebe, was ich tue. Wir konnten mit unseren Kindern 10 Monate auf eine Weltreise gehen, was wir ohne PM niemals hätten machen können. Und wir können ortsunabhängig arbeiten, ob in Italien oder in Deutschland. Diese Freiheit ist genial.
Auch in diesem Online-Meeting wird behauptet, dass man zuerst das sogenannte Optimal-Set kaufen müsse. Die Gastgeberin lässt Neueinsteigern auch keine große Wahl. Du bekommst unser Optimal-Set automatisch geliefert von der Firma. Und das Schöne ist, du bekommst im Vertrieb einen besseren Preis als ein Kunde. Wie wir im Eiltempo die Karriereleiter hochklettern können, verrät eine weitere Partnerin der Firma. Eins habe ich verstanden. Je mehr Mitmenschen ich anspreche, desto größer wird mein Scheck. Und so bin ich durchmarschiert, bis ich nach 9 Monaten ins Presidents-Team kam. Ich habe jetzt ein 5-stelliges Einkommen und mittlerweile 820 Teampartner. Früher habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich Rechnungen zahlen kann. Heute überlege ich, ob ich die Dubai-Reise bar oder mit Kreditkarte bezahle. Mehr Menschen gleich größerer Scheck? 820 Teampartner in nur 9 Monaten? Klingt so, als ginge es vor allem ums Anwerben neuer Teampartner. Und daran haben wir kein Interesse. Uns interessiert eher, ob das schon die illegale, progressive Kundenwerbung ist. Also zeigen wir das Video Peter Solf vom Deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität. Die Aussage ist ganz bestimmt zweifelhaft und sie deutet auch in eine bestimmte Richtung. Insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass solche Aussagen wahrscheinlich gar nicht haltbar sind, dass sie unrealistisch sind. Ich würde aber an dieser Stelle nicht so weit gehen, diese Aussage isoliert zu betrachten und dann als illegal einzustufen. Die zentrale Frage für den Anwalt lautet, wie ist das Verhältnis zwischen dem Anwerben neuer Teammitglieder und dem tatsächlichen Produktverkauf? Nur wenn das Anwerben klar im Vordergrund steht, ist es illegal. Dazu müsste man einen Blick in die Geschäftszahlen der Partner werfen können. Man kommt an diese Unterlagen sehr schwer heran. Keiner gibt die freiwillig heraus und wenn man sie hätte, könnte man das eindeutig beurteilen. Und so ist man im Grunde genommen immer auf Aussagen angewiesen, die sich auch immer nur in eine Richtung konzentrieren und letztendlich nicht das Gesamtbild abbilden. Wann die Grenze zur Illegalität überschritten wird, ist für Behörden und Justiz also sehr schwer nachzuweisen. Genauso wie potenziell unseriöse Versprechen, die von selbstständigen Firmenpartnern gegeben werden. Wir fragen nach. Wie stellt PM International sicher, dass der Produktverkauf für die Partner im Vordergrund steht? Das Unternehmen lehnt ein Interview ab und verweist auf ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2011, wonach das eigene Businessmodell rechtlich sauber sei. Inwiefern PM International sicherstellt, dass die Vertriebspartner alle Regeln einhalten, dazu gibt es keine konkrete Auskunft. Ihr solltet also lieber nicht alles glauben, was euch im Network Marketing erzählt wird. Die Vertriebler nehmen es mit den Regeln nämlich offenbar nicht immer ganz so ernst. Ob Verbraucherschützer oder Gesetzgeber, so wirklich kontrolliert wird die Branche nicht. Falsche Versprechen und nennen wir es mal komplizierte Geschäftsmodelle. Gegen fragwürdige Network-Marketing-Praktiken ist wohl einfach kein Kraut gewachsen. Und auch der Branche selbst fehlen da die Antworten. Der Bundesverband Network Marketing in Berlin vertritt die Interessen der selbstständigen Vertriebler. Nach eigener Aussage steht der Verband für faires Network Marketing ohne falsche Versprechen. Thomas Langer ist der Vorsitzende. Was hält er vom Social Media Hype? Das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, eine Message, eine Nachricht oder Informationen zu verbreiten. Also finde ich Social Media grundsätzlich gut. Leider werden im Social Media Bereich häufig Aussagen getätigt, die grenzwertig sind, sage ich mal vorsichtig, um das nicht noch zu erweitern, wo ich sage, einfach unzulässig sind. Und das finde ich grundsätzlich unseriös. Sollte auch unterbunden werden, wird ja auch unterbunden, weil das von den Unternehmen selber ja auch verboten wird eigentlich. Nur hält sich halt leider nicht jeder daran. Doch der Blick in die Praxis zeigt, die Vorgaben der Unternehmen gegenüber ihren Partnern reichen offensichtlich nicht aus. Also grundsätzlich muss ich das aber ein bisschen relativieren. Die meisten Networker, Networkerinnen, egal in welchem Unternehmen sie jetzt sind, arbeiten regelkonform, seriös. Allerdings gibt es natürlich wie in jeder Branche auch hier schwarze Schafe, sage ich mal, die sich daran nicht halten. Die berühmten schwarzen Schafe, die es in jeder Branche gibt. Eine Aussage, die Claudia Groß schon oft gehört hat. Was ich beobachte ist, wenn Fehlverhalten aufgedeckt wird, dass die Unternehmenszentrale sagt, oh, ein einzelnes schwarzes Schaf, das sich nicht an unsere Regeln gehalten hat. Leider gibt es so viele schwarze Schafe, dass doch deutlich ist, dass eigentlich das System das Problem ist und dass diese rechtliche Selbstständigkeit verdeckt, dass die Unternehmenszentralen Verhalten stimulieren, das nicht richtig ist.
Doch wie könnte eine effektivere Kontrolle von Network-Marketing-Angeboten aussehen? Die Probleme rund um Network-Marketing sind weltweit. Eine weltweite Lösung wäre ideal. Aber ich denke, Deutschland kann viel mehr tun. Und es ist sicher eine Registrierungspflicht für Unternehmen, die in Deutschland tätig sind und die Mitglieder anwerben. Und dann eben eine Instanz, zum Beispiel beim Arbeitsministerium, für diese Unternehmen. Also eine Instanz, die wirklich weiß, so sollte es gehen. Das sind die Regeln. Geld, Freiheit, Glück. Und das ohne viel Arbeit, ganz im Ernst. Wenn euch sowas erzählt wird, seid lieber skeptisch. Im Network Marketing wird nämlich ziemlich viel versprochen. Und am Ende ist es nichts als heiße Luft.